Eine riesige Open World wie in Assassin's Creed Valhalla hält viele Ablenkungen für uns bereit, die uns davon abhalten, effektiv zu leveln. Wie das nicht passiert, zeige ich dir jetzt. Moin, mein Name ist Nico der Profi und wenn du Bock auf noch mehr hilfreichen AC-Content hast, dann kannst du gerne ein Abo dalassen. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein ins Video. Und damit ihr schnell und effektiv leveln könnt, solltet ihr euch auf jeden Fall von unnötigen Aktivitäten fernhalten. Also unnötig im Sinne von, sie bringen wenig EP, können aber trotzdem Spaß machen, aber halten euch halt beim Leveln auf. Deshalb solltet ihr euch also auf Aktivitäten konzentrieren oder fokussieren, die möglichst viel EP bringen oder sogar ganze Skillpunkte. Unnötige Aktivitäten sind beispielsweise das Spielen von Urlurk, Trinkspiele spielen oder auch Sportstreite, weil die bringen euch genau 0 Erfahrungspunkte. Was allerdings sehr hilfreich ist, sind die Kämpfe gegen Eiferer, Druiden, Drenger oder sogar gegen Alpha-Tiere, denn die bringen euch sogar ganze 2 Erfahrungspunkte, wenn ihr sie denn besiegt. Natürlich muss man hier dazu sagen, dass die Kämpfe teilweise ziemlich lange dauern können, je nachdem wie gut ihr seid oder wie hoch euer Stärkelevel ist. Das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen abwägen, ob es jetzt wirklich das Effektivste ist, in den Fight reinzugehen. Auch Manhire, also diese Steinformation, die ihr in die richtige Richtung bringen müsst, das Bauen von Steinmännchen oder das Überlassen von Opfergaben bringen euch einen gesamten Skillpunkt. Weltereignisse solltet ihr auf jeden Fall immer mitnehmen, wenn ihr sie seht, denn die bringen euch ganze 1200 Erfahrungspunkte und die gehen in der Regel auch sehr, sehr schnell von der Hand. Das heißt, ihr braucht vielleicht 5 Minuten dafür und habt direkt 1200 EP, was auf jeden Fall eine Menge ist. Und was ihr auf jeden Fall auch immer mitnehmen solltet, sind diese Fliegenpilzrätsel. Ja, die sind manchmal ein bisschen schwierig, aber dafür gibt es eben auch Guides online. Die helfen euch also weiter und dafür kriegt ihr immerhin ganze 700 Erfahrungspunkte. Und was ich selbst lange unterschätzt habe, sind die Tattoo-Vorlagen, denn die bringen euch 450 Erfahrungspunkte. Ich finde die ehrlich gesagt ein bisschen nervig, aber 450 Erfahrungspunkte sind eine ganze Menge, also auf jeden Fall auch die mitnehmen, wenn ihr sie seht. Auf einer Stufe mit den Tattoo-Vorlagen stehen alle Reichtümer und Schätze, die ihr so in Assassin's Creed Valhalla sammeln könnt. Die bringen euch nämlich immer 450 Erfahrungspunkte. Hierzu sei aber gesagt, dass es häufig Sinn macht, erstmal die Saga in dem jeweiligen Gebiet abzuschließen, weil häufig kommt ihr an Reichtümer erst ran, wenn ihr die Story vorangebracht habt. Außerdem würde ich euch empfehlen, bei jedem Login die Daily Quests bzw. Weekly Quests mitzunehmen, denn die bringt euch 300 Erfahrungspunkte und wenn wir ehrlich sind, die dauern auch immer maximal 5 Minuten. Ist also easy going für euch und außerdem bekommt ihr ja Opale und das ist ganz, ganz wichtig, falls mal wieder der Regenbogenrumpf im Shop verfügbar ist. Und wenn ihr unbedingt raiden wollt, dann könnt ihr das natürlich auch machen, denn da gibt es immerhin 250 Erfahrungspunkte pro geöffneter Truhe. Und das ist eine gute Möglichkeit in Kombination mit einem anderen Tipp, denn auch wenn ihr nicht immer jeden Gegner besiegen wollt, was ich durchaus verstehen kann, weil das sind manchmal ganz schön viele, das solltet ihr immer die dicken, also die gelben Gegner mitnehmen, denn die bringen euch 50 bis 75 Erfahrungspunkte, je nachdem wie ihr sie erledigt. Also im Nahkampf sind es 50 Erfahrungspunkte und in einem Attentat eben 75. Und auch wenn jetzt 50 und 75 erstmal im Vergleich zu den anderen Dingen sehr wenig klingt, summiert sich das Ganze natürlich auch und es macht auf jeden Fall Sinn, die mitzunehmen. Und ganz allgemein solltet ihr natürlich auch euer Pferd skillen, denn so kommt ihr generell erstmal schneller durch die Welt. Also Ausdauer hochhauen, Tempo hochhauen, Leben ist nicht ganz so relevant, aber Schwimmen eben auch. Und so kommt ihr dann schneller von A nach B und spart insgesamt auch nochmal Zeit. Und im Zusammenhang mit Zeitsparen stehen natürlich auch die Aussichtspunkte, die solltet ihr auf jeden Fall immer synchronisieren. Zum einen werden euch hier wie bei mir alle Sachen auf der Karte angezeigt, was natürlich mega hilfreich ist und zum anderen könnt ihr schnell hin und her reisen und spart so nochmal eine Menge Zeit. Und nochmal ein ganz wichtiger Tipp zum Schluss, falls ihr mal nicht weiter wisst, bei einem Weltereignis, bei einem Fliegenpilzrätsel, was auch immer, dann googelt einfach folgendermaßen AC Valhalla plus euer Gebiet plus Mystery oder Wealth, denn so kommt ihr auf englischsprachige Seiten und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die einfach genauer und besser sind, was das Ganze angeht. Da findet ihr also dann immer direkt Guides, die euch weiterhelfen und da müsst ihr dann nicht irgendwie 10 Stunden lang dran rumhühnern, bis ihr dann das Rätsels Lösung habt. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, denn so kannst du dem Kanal weiterhelfen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.